Doppelmoral, verkommen bis zum Ende. Ja, was haltet ihr davon? Wann wollen wir anfangen, gegen diese Missstände, die hier in Deutschland sind, vorzugehen? Hallo in die Runde. Also der Bauer aus dem Mark. Ja, wie soll ich anfangen? Tierwohl. Aldi will bloß noch Tierwohl haben, 3 und 4 bis 2030. Und schöne Bilder mit Stroh, dass die Schweinchen da im Stroh spielen. Alles klar, ich bin dafür. Aber ich mich dagegen. Aber dann sollen doch die, die das denn bezahlen wollen, oder ideologisch ihr wollt es, die sollen erst mal kommen und sollen mit der Fork arbeiten. 365 Tage im Jahr, ausmisten, zweimal am Tag. Einstreuen, zweimal am Tag. Und dann sollen sie sagen, welchen Preis der Bauer dafür verlangen darf. Und dann hat Aldi ja auch gesagt, dass ja denn nur noch ausländische Spezialitäten werden denn ja bloß noch ohne Herkunftskennzeichnung. Ne? Die werden dann ohne 3 und 4 verkauft. Ohne Tierwohl-Label. Dann ist das Kotelett aus Spanien, was am billigsten Plunder da ist, das soll dann hier als Spezialität verkauft werden. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Und der Handel macht, ist der Handel noch so klein, bringt er mehr wie Arbeit ein. Na, das ist nun mal so. Ja, Insekten sterben. Nur hat ja Professor Tiedemann festgestellt, dass die Krefelder Studie ein Alleinläufer ist. Aber ich hefte das Video von dem Professor Tiedemann hinten ran. Es gibt keine Insektengruppe, die genauer und seit vielen Jahren intensiver monitort ist als Schadinsekten im Agrarumfeld, also auf den Behandlungsflächen, wenn man so will. Und da wissen wir sehr wohl, dass von Jahr zu Jahr große Populationsschwankungen auftreten können. Plus, minus 30-80% ist überhaupt keine ungewöhnliche Situation. Und der Haupttreiber für diese unterschiedlichen Populationen ist die Witterung, die Jahreswitterung. Die Krefeld-Studie ist durch keine zweite Studie in der Welt bestätigt worden, ist wirklich ganz alleinstehend und ich würde sie mit größter Vorsicht behandeln. Warum fährt der Landwirt jedes Jahr wieder raus und bekämpft in der gleichen Kultur wieder die gleichen Erreger? Na, weil eine Restpopulation immer übrig geblieben ist. Es kommt nicht zum Artenverlust. Das ist einfach nicht der Fall. Das Ziel des Landschutzes ist nicht die Eliminierung von Arten, auch nicht von Schaderregerarten. Auf absehbare Zeit sind keine wirksamen Alternativen verfügbar, die nur annähernd die ganze Breite des notwendigen Pflanzenschutzes abdecken können. In der Praxis sehen wir eher zunehmende Schadenerregerprobleme, die künftig einen noch effektiveren Pflanzenschutz erfordern, wenn wir die Produktivität aufrechterhalten wollen. Der Rückbau des derzeit systemrelevanten chemischen Pflanzenschutzes wird erhebliche negative Konsequenzen haben. Wichtige Kulturarten wie die Blattfrüchte, Raps, Zuckerrübe, Kartoffel und die Leguminosen werden möglicherweise nicht mehr anbauwürdig sein. Die Zahl der Betriebsaufgaben wird weiter steigen und die Importabhängigkeit Deutschlands für Agrarprodukte wird auch weiter zunehmen. Bei dann damit verbunden noch stärkerer Inanspruchnahme von Produktionsflächen im Ausland. Diese negativen Auswirkungen, denen steht kein ökologischer Gewinn und auch kein erhöhter Verbraucherschutz gegenüber. Und das finde ich ganz wichtig. Und ein Kollege von mir an der Nordseeküste, der Thies, hat festgestellt, dass sogar Hasen diesem Wetter Kapriolen unterliegen bei der Vermehrung. Wenn das Wetter günstig ist, feucht, warm und im Frühjahr, ne, keine starken Winde und richtig Bombenwetter, dann vermehren die sich wie die Kanickel, ist klar. Aber wenn es kalt ist und der Frühjahr wird rausgezögert und so weiter und es ist kalt, nass und dann werfen diese Hasen eben halt später. Dann fangen die auch später an. So, und dann schaffen die vielleicht bloß ein oder zwei Zyklen. Anders ist es, wenn das Wetter günstig ist, dann schaffen die sogar manchmal dreimal. Die Natur regelt sich selber, sagt man immer. Und ohne Pflanzenschutz, zum Beispiel Blattfrüchte zu produzieren, wie Raps, Rüben, Kartoffeln, das wird schwierig. Außer wir haben natürlich diese ganzen Klimaklatscher, denn die dürfen dann gerne zu uns kommen und dürfen die absammeln, die Käfer. Wie lange soll das noch gehen? Denn in dem Video von dem Professor Tiedemann ist auch die Sprache von Ernährungssouveränität. Souveränität, so heißt das Wort. Und ja, die geben wir gerade aus der Hand. Wenn wir hier alles machen, wird woanders mehr produziert, unter anderen Bedingungen, die hier nicht mehr beeinflussbar sind. Ihr müsst selber entscheiden, was wollt ihr? Von dieser Politik weiter regiert werden, die der Herkunftskennzeichnung überhaupt nicht in den Mund nimmt? Und wenn, ja, irgendwann später, wann ist später?
wenn es zu spät ist, wenn das Schwein wirklich nur noch aus Spanien kommt oder aus China, aus den Hochhäusern? Was wollt ihr? Wie lange wollt ihr euch diesen Müll noch antun? Fragen über Fragen. Nochmal einen schnellen Nachtrag. Der Minister meint ja, wenn wir hier alles überproduzieren und nach Afrika liefern, wären wir die Kolonialherren. Entweder hat er eine Geschichte nicht aufgepasst oder ich nicht. Kolonialherren beuten das Land aus und bringen es in die Heimat. Wie ist es mit den Lebensmitteln, die wir hier abschaffen? Schweine, Rinder, Schafe, Getreide durch Stilllegung, Kartoffeln, Möhren, Gemüse durch Reduzierung von Pflanzenschutz? Holen wir das also von woanders her? Sowas ist moderner Kolonialismus. Also Minister, einmal in Geschichte aufgepasst, hätte vielleicht geschafft und gelohnt. Bis denn, der Bauer aus der Mark.